Bei dezentralen Wohnraumlüftungen gibt es keine Verbindungsschläuche zu einem zentralen Gerät. Es werden mehrere Ventilatureneinheiten mit integriertem Wärmetauscher im Haus verteilt eingebaut. Zwingend erforderlich dabei ist eine direkte Verbindung nach außen und ein Stromanschluss für jeden Lüfter. Neben Geräten, die durch eine Außenmauer führen, steht seit kurzer Zeit auch eine in den Fensterrahmen integrierte Lösung zur Verfügung. Das heißt, das ist quasi die High-End-Fortsetzung der guten alten Fensterfalzlüftung. Ja, so gesehen ist es das. Also weiterentwickelt und perfektioniert in Fensterrahmen eingebaut, speziell für Sanierungen, aber auch für Neubauten. Was muss ich rechnen? Ist das Fenster dann noch finanzierbar? Nein, das Fenster ist auf jeden Fall finanzierbar. Also für so ein Fenster, wie wir da haben, schlägt sich der Lüfter mit rund 700 Euro Anschaffungskosten zu Buche. Ich denke mal, wenn ich jetzt vergleiche mit anderen Lüftungssystemen, ist das auf jeden Fall verträglich. Und ich nehme es nur dort, wo es auch einen Sinn macht und wo ich glaube, dass ich es brauche auch. Mhm. Speziell bei eben Feuchträumen, Nassräumen, Schlafzimmer und so weiter. Dort macht es durchaus Sinn, auf Einzelraumregelung zu gehen. Unabhängig von zentraler oder dezentraler Bauweise, eine Wohnraumlüftung stellt immer einen hygienischen Grundluftwechsel sicher. Eventuell bauschädliche Feuchtigkeitsablagerungen in den Wänden werden dadurch verhindert. Das heißt, 9 Kubikmeter kann ich im Dauermodus laufen lassen. Und wenn ich jetzt duschen gehe oder sowas, dann gehe ich auf den Turbomodus. Richtig, dann kann ich in den Turbomodus gehen. Der Turbomodus schaltet sich nach einer Stunde wieder ab und fällt dann zurück wieder in den voreingestellten Modus, sprich Automatikmodus oder Modus in der Stufe 1, wo ich dann mit 9 Kubikmeter die Stunde die Luft einfach austausche im Raum. Wobei im Badezimmer natürlich auch nichts dagegen spricht, einfach das Fenster aufzumachen und zusätzlich zu lüften. Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Nur wir wissen ja, wenn man das Fenster auch kurz aufmacht, in der Zeit, die man sich in der Früh zu Hause bewegt, da bleibt trotzdem ein Restfeucht im Raum. Und somit macht es durchaus Sinn, dass man dann da auf Automatikmodus geht und das System dann mir die Raumluft entsprechend da trocken legt. Genau, die meiste Feuchtigkeit in einer Wohnung ist in den Oberflächen gebunden. Und mit dem Dauermodus im Prinzip hole ich mir die Feuchtigkeit aus den Oberflächen. Nur bei fehlerhafter Planung, Ausführung oder Wartung kann es in Luftleitungen zur Ansammlung von Keimen und Staub kommen. Wohnraumlüftungen sind aktuell allerdings weder bei Neubau noch bei Sanierung Pflicht. Durch Heizen und richtiges Lüften könnte man einen hygienischen Grundluftwechsel auch schaffen. Aus der Sicht des Bausachverständigen hat die kontrollierte Lüftung trotz der Anschaffungskosten große Vorteile. Es wird einem hier wirklich wesentlich Arbeit abgenommen, man muss sich um nichts kümmern, die Luft ist immer frisch. Vorgeschrieben würde ich das gerne sehen im Bereich der Wohnhausanlagen, weil gerade ich speziell im Winter immer mit sehr viel Schimmelproblemen in Wohnungen zu kämpfen habe. Und das wäre natürlich eine wunderbare Waffe gegen all diese Probleme, wo man dann immer wieder als Antwort kriegt, nein, man lüftet und heizt zu wenig.